Ja. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute stimmt das wettermäßig auch, was uns natürlich auch gleich ein Grinsen ins Gesicht dann treibt. Bei dem schönen Wetter macht es dann auch Spaß, heute den Tag hier zu verbringen. Herzlich willkommen auch an die beiden Assistenztrainer, Thomas Schneider und Markus Sorg. Und dann starten wir auch gleich seit gestern Abend. Thomas, steht ja jetzt fest, wer der Gegner im Achtelfinale am Sonntag um 18 Uhr in Lille sein wird. Das ist die Slowakei. Am 29. Mai schon mal Gegner, damals noch in einem Testspieler. Beschäftigt ihr euch insofern jetzt auch noch mit dem Testspiel oder waren das ganz andere Voraussetzungen? Ganz allgemein, was sagt ihr jetzt zu dem Gegner? Ja, erstmal sind wir ja froh, dass wir jetzt wissen, wer der Gegner ist. Da bedurfte es in den letzten Tagen ja schon eines kleinen Stochastikstudiums, die ganzen Wenn-Dann-Optionen irgendwie mal zu eruieren. Ich glaube, dass man das Testspiel nicht als Maßstab heranziehen kann. Wir wissen schon, dass die Slowakei zum damaligen Zeitpunkt die eine oder andere Aufgabe gestellt hat. Wir waren in der Vorbereitung. Ich denke mal, jetzt sind wir im K.O.-Modus. Das sind grundsätzlich andere Voraussetzungen. Zum Gegner vielleicht. Spielen sehr technisch sehr, sehr ansehnlichen Fußball aus einer kompakten Defensive, haben sie auch teilweise im Turnier schon gezeigt. Für uns eine schwierige Aufgabe, aber eine Aufgabe, die wir lösen können und auch sicherlich werden. Ja, Markus Sorg, heute freier Tag für die Spieler, die den Tag wahrscheinlich auch gut nutzen werden. Zuletzt hat der Bundestrainer dann auch gesagt, es ist wichtig, in einem Turnier den Kopf frei zu bekommen. Wie schätzt du jetzt die Maßnahme heute ein? Was war der Grund? War es der gleiche Grund? Und wie ist insgesamt die Situation in der Mannschaft? Dann auch mit Blick auf die weiteren Trainingseinheiten morgen und die Vorbereitung dann auf den Sonntag. Ja, ich denke schon, dass es eine richtige Maßnahme ist, den Spielern auch immer mal ein bisschen Freizeit zu genehmigen, um natürlich nicht nur physisch, sondern auch psychisch durchzuatmen. Die meisten Jungs haben ja eine lange Saison hinter sich und von daher denke ich, ist es absolut in Ordnung. Insgesamt muss man sagen, gestern waren alle Spieler bis auf Jérôme beim Training. Die Spieler, die von Anfang an gespielt haben, hatten einen guten Regenerationstraining und die anderen Spieler hatten ein sehr, sehr intensives Spielersatztraining. Und da muss ich wirklich mal sagen, als Trainer geht einem da das Herz auf, wenn man sieht, wie Spieler sich engagieren, wie sie sich reinhauen und wie sie sich wirklich im Training so präsentieren, obwohl sie nicht so zu Einsatzzeiten kommen wie vielleicht jemand andere. Das sollten großes Lob an diese Spieler und gibt einem natürlich auch als Trainer eine gewisse Sicherheit, dass man mehrere Möglichkeiten hat und auch natürlich aus einem größeren Pool auswählen kann. Und deswegen muss ich sagen, die Jungs, die bereiten sich richtig gut vor und das hat auch gestern auch beim guten Wetter, ja, Jens, du hast zwar gesagt, du hoffst, dass alle einen schönen Tag heute haben. Ich habe immer einen schönen Tag hier und deswegen freue ich mich, dass die Spieler solches Engagement an den Tag gelegt haben. Und wie gesagt, es gibt einmal als Trainer ein sehr, sehr gutes Gefühl. So, Ihre Fragen, Wolfgang Stephan. Herr Schneider, vielleicht machen Sie mal eine inhaltliche Bewertung der beiden Startelf-Veränderungen aus dem letzten Spiel und sagen Sie uns, was es für einen Grund geben könnte, um die wieder zu verändern. Wie meinen Sie jetzt vom Polenspiel? Also Kimmich und Gomez. Also vom Polenspiel zum letzten Spiel. Ja, okay, wir haben einfach die Idee war, dass, also uns war klar, dass wir Mario Gomez bringen wollen, einfach auch um einen Spieler zu haben, der von der letzten Reihe auch in die Box reingeht, der auch eine enorme Torgefahr ausstrahlt. Und für Jo haben wir uns einfach entschieden, weil er im Training auch gezeigt hat, dass er die Position sehr, sehr offensiv interpretiert, sehr, sehr gut ist im Spielaufbau, sehr, sehr lernfähig und auch lernwillig. Ja, und das waren so die Argumente, die uns dann dazu bewogen haben. Ja, Benny Hövedes hat es allerdings auf der Position auch sehr, sehr gut gemacht. Im letzten Spiel war es einfach eine andere Aufgabenstellung. Klaus Bergmann. Vielleicht würden Sie beiden mal sagen, wie Sie Ihre Aufgaben jetzt so untereinander aufteilen. Ist ja jetzt neu, dass Sie dabei sind, Herr Sorg. Und auch, Sie waren ja beide schon Cheftrainer. Jetzt arbeiten Sie im Prinzip zu einem Cheftrainer. Was muss man mitbringen, um sich mit dieser Rolle wieder anfreunden zu können?
Ja, es ist so, dass wir natürlich im Trainerstab gemeinsam die Dinge durchsprechen und auch planen. Und vor allem jetzt Thomas und ich in dem Fall versuchen natürlich einen Trainer so zu unterstützen, dass er in seiner Entscheidungsfindung sich sicherer sein kann. Der Fußball ist natürlich komplexer geworden. Das erfordert natürlich auch mehr Manpower in sämtlichen Ebenen. Klar ist natürlich, im Verein ist es so ein Standard. Jetzt bei der Nationalmannschaft, denke ich, ist es mit Sicherheit auch sehr, sehr wichtig, aus dem einfachen Grund, weil die Zeitfenster in der Nationalmannschaft natürlich wesentlich geringer sind jetzt als im Verein. Das heißt, die wenige Zeit, die wir zusammen sind, wollen wir natürlich auch sinnvoll nutzen. Und das kann man natürlich mit mehr Mindpower immer besser, als wenn man weniger Leute zur Verfügung hat. Als Assistenztrainer ist natürlich in erster Linie wichtig, dass man den Cheftrainer berät und unterstützt in allen Ebenen und Lagen. Es ist für mich persönlich, der jetzt natürlich 17 Jahre hauptberuflich Trainer ist und in der übrigen Mehrheit selber entschieden hat, auch ein neuer Impuls wieder, obwohl ich ja schon 2 Jahre mal Co-Trainer war, aber das ist schon länger her. Stellt einen immer wieder neu auf, man muss sich immer wieder verändern und anpassen und das hält einen frisch. Und ich muss sagen, mir macht das unglaublich viel Spaß. Und wenn man sich jetzt nicht immer so an der Front sieht und sich persönlich auch ein bisschen zurückhält, dann denke ich, dann ist es eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Spaß macht, auch wenn man vorher schon Cheftrainer war. Ja, dem ist eigentlich nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, entscheidend ist, dass man das richtige Rollenverständnis hat und das Aufgabenprofil einfach auch genau kennt. Und der Markus hat es gesagt, also wir interpretieren unsere Aufgabe einfach darin, den Cheftrainer bestmöglich zu unterstützen, viele Details zu liefern, sodass er eine optimale Entscheidungsgrundlage hat. Ich bin jetzt noch nicht so erfahren wie der Markus im Trainergeschäft. Und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, auch in der Rolle einfach zu fungieren. Ja, so interpretieren wir das nicht. Also wir splitten natürlich schon auf, insbesondere auch in der Trainingsarbeit, dass wir in Gruppen arbeiten, dass der Markus eine Gruppe hat und nicht die andere, dass der Jogi so als eine Art Supervisor über dem Ganzen auch schwebt. Ja. Und dann natürlich auch gezielt in die Trainingseinheiten oder Trainingsformen eingreifen kann. Ja, es bietet Möglichkeiten im Scouting. Wir haben einen Mann mehr, der scouten kann. Wir haben eine zusätzliche Perspektive. Markus in der ersten Halbzeit auf der Tribüne oben, was natürlich auch in die Halbzeitanalyse mit einfließt. Also es bedient sehr, sehr viele Facetten. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich mache nur die Defensive, er macht nur die Offensive. Also wir decken schon die Bereiche komplett ab und splitten natürlich dann trotzdem auch gewisse Aufgaben, zum Beispiel die Begleitung der Spieler. Wir machen ja relativ viel Videocoaching. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, jetzt alleine alle Spieler zu begleiten. Also auch da haben wir eine Aufgabenteilung. Also in jedem im Bereich sind wir dann jetzt viel, viel besser aufgestellt. Jürgen, sehr lustig. An beide Trainer, vielleicht können Sie mal ganz kurz erläutern, wie das Programm jetzt Richtung Achtelfinale aussieht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist heute komplett frei. In der Regel immer bis 23 Uhr und dann hat man noch 2 Tage, um sich aufs Achtelfinale vorzubereiten. Wie darf man sich jetzt das vorstellen? Ja, also wir werden jetzt heute intensiv in die Analyse gehen. Slowakei nochmal intensiv analysieren. Unsere Scouts arbeiten schon auf Hochtouren im Hotel. Wir werden uns dann heute Abend zusammensetzen mit dem Yogi und die Details versuchen rauszuarbeiten und dann entsprechend das morgen früh dann in der Trainingseinheit auch anzusteuern. Jens Mende. Ja, ich hätte mal eine Frage zu dem freien Tag heute. Wie wird denn sowas geplant? Wie greift denn da auch der Trainerstab ein? Dürfen die Jungs jetzt alles machen? Ich habe ein Video gesehen, da spielen da 4 Jungs auf so einem Hartplatz, Betonplatz Basketball. Das kann ja eigentlich auch nicht das sein, was ihr euch wünscht. Ja, also spielen ist jetzt mal ein bisschen überbewertet, sondern sie stehen und werfen. Und von daher denke ich mal, ist es absolut im grünen Bereich. Natürlich denke ich, es ist ja wie bei allem, wenn man gewisse Dinge verbietet und das darfst du nicht, das darfst du nicht, dann musst du kontrollieren und wenn du kontrollierst und findest was raus, dann musst du reglementieren und ich denke, dass wir das alles nicht nötig haben, sondern die Spieler so erfahren sind, dass sie genau wissen, was gut für sie ist und was nicht und deswegen denke ich, muss man den Spielern auch ein gewisses Vertrauen geben und deswegen gibt es da jetzt nicht so viele Vorgaben. Jürgen Bergner.
eine Frage an die Abteilung Angriff und Abwehr, wie auch immer ihr euch da aufteilt. Zum einen nochmal zum Testspiel gegen die Slowakei. Da ist ein Spieler in weiten Teilen des Spiels relativ auffällig geworden, soweit man sagen kann, bei den Umständen damals, und zwar Mario Götze, der nicht nur den einen Elfmeter rausholte, sondern auch einen zweiten hätte bekommen müssen in der zweiten Halbzeit. Dass er da sich gut bewegt hat in der slowakischen Abwehr, kann das eine Rolle spielen für die Aufstellung am kommenden Sonntag? Und die Frage zur Abwehr: Wie reagiert man als Trainer, wenn ein Jerome Boateng plötzlich verletzungsbedingt ausgewechselt wird? Dass er ein überragender Innenverteidiger ist, ist nichts Neues. Aber nochmal, wie wichtig ist er für die Mannschaft, für die ganze Statik? Was bedeutet, wenn dieser Mann ausfällt? Kann man das irgendwie beschreiben? Also ich vielleicht zum Abwehrthema. Ist natürlich, also beide Innenverteidiger sind absolute Weltklasse, gehören vielleicht zu den 3-4 besten Innenverteidigern auf der Welt, Mats und Jerome. Wir haben aber einfach auch großes Vertrauen in die Jungs, die in Anführungszeichen dahinter sind, Benny, Musti, die das auch sehr, sehr gut gemacht haben jetzt in den letzten Spielen. Wir wussten schon zum relativ frühen Zeitpunkt in der Halbzeit, dass die Möglichkeit besteht oder dass es da ein kleines muskuläres Problem gibt. Von daher waren wir da entsprechend auch vorbereitet. Und dann haben wir einfach das Vertrauen in die Spieler, die von der Bank kommen. Ja, und zur Offensive oder zu Mario, denke ich, dass es so ist, dass man die Bewertung insgesamt natürlich immer von Spiel zu Spiel gestalten muss, so welche Aufgaben gefordert sind. Ich glaube persönlich, dass das Spiel Anfang Juni gegen die Slowakei nichts mehr mit dem zu tun haben wird, was am Sonntag auf uns treffen wird. Wir sind in einem Achtelfinale der Europameisterschaft. Der Gegner kann eine Runde weiterziehen, kann eine Sensation schaffen. Das ist mit Sicherheit eine andere Situation als beim Freundschaftsspiel. Und wir sind gewarnt, wir sind vorbereitet. Aber ich denke, dass Mario insgesamt natürlich jetzt hier auch im Turnier unglaubliches Engagement an den Tag gelegt hat und auch seine Aufstellung immer wieder gerechtfertigt hat, auch wenn vielleicht das ein oder andere vor dem Tor jetzt nicht so funktioniert hat. Kai Schiller. Herr Sorg, Sie haben eingangs die Ersatzspieler sehr gelobt, dass sie großen Einsatz zeigen würden. Nun haben insgesamt 7 Spieler noch keine einzige Minute gespielt. Empfinden Sie das, vielleicht können Sie auch beide antworten, auch ein bisschen als Ihre Aufgabe, diese 7, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, bei Laune zu halten? Und wie groß können Sie den 7 Hoffnung machen oder wie vielen von den 7 können Sie Hoffnung machen, dass sie tatsächlich bei dieser EM noch zum Einsatz kommen? Also ich glaube, es geht nicht darum, die Jungs bei Laune zu halten. Die Spieler wissen, dass sie eine große Wertschätzung bei uns erfahren, dass sie wichtig sind für den Teamerfolg. Und bin auch sicher, dass einige noch ihre Momente im Turnier haben werden. Also von daher geht es nicht darum, die Jungs bei Laune zu halten, sondern darum, erfolgreich zu sein. Felix Mann. Hattest du noch was zu ergänzen? Nee, ich habe bloß wollte fragen, ob von mir eine Antwort gefordert wird. Also, nur weil wir jetzt zu zweit sind, müssen wir nicht alles zweimal beantworten. Ja. Also können, bin ich sicher, alle, weil alle sind so gut, dass sie ihren Einsatz rechtfertigen, weil deswegen sind sie dabei. Ich meine, wir sind bei einer Europameisterschaft, sind alles Profis, die wissen, auf was sie sich einlassen. Ganz zum Schluss geht es um den Mannschaftserfolg. Und wenn am letzten Spiel einer 30 Sekunden spielt und so gut vorbereitet ist, dass er in der letzten Sekunde den Ball von der Linie kratzt und es dann zum Sieg reicht, ist alles gut. Felix Manse. Was ist nochmal? Hallo, jetzt. Frage an Markus Sorke. Wir haben jetzt schon von oder über Jerome Boateng gesprochen. Wie geht es ihm? Was macht die Wadenverhärtung? Und ist die Sicherheit gegeben? Also können Sie sagen, ja, der spielt, da kommt auch nichts mehr dazwischen? Und vielleicht 2 Worte zur Verletzung als solche? Also die Verhärtung ist rückläufig. Die medizinische Abteilung und Jerome arbeiten mit Hochdruck dran. Wir sind alle sehr, sehr positiv gestimmt. Aber Prophet bin ich jetzt auch nicht. Wir hoffen alle, dass es funktioniert und werden auch alles dafür tun. Es wurde ja gesagt, dass keine Gefahr besteht. Das heißt also, es ist trotzdem noch so ein Restrisiko da, dass es nicht reichen könnte. Ja gut, ich meine, es sind ja auch noch 2 Trainingseinheiten und irgendwann wird er auch mal trainieren. Also man kann immer was passieren. Aber wir sind positiv gestimmt und hoffen sehr, dass es reicht. Nochmal anschließend an die Frage von Kai Schiller zu den 7, die noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Herr Sorg, so ist das ja, dass Leroy Sané von vielen auch gewünscht wird. Ja, man würde den gerne mal sehen, weil er eben so gute Momente hatte auch
bei Schalke 04 mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen 1-zu-1-Situationen, er vielleicht das mitbringt, was kein anderer Spieler in dem Kader gerade hat. Warum ist er bisher nicht zum Einsatz gekommen und wann wäre der Moment, ihn denn zu bringen im Turnier? Was Thomas Schneider sagte, dass die Momente noch kommen können. Es gibt immer unterschiedliche Konstellationen. Ich meine, am Wochenende oder am Dienstag jetzt ist Jerome noch mal ausgefallen. Da hätten wir auch noch mal eine Offensivoption gehabt. Da war er mit Sicherheit auch in der Verlosung drin. Klar ist, dass Liros seine Qualitäten hat, wenn er Platz hat, wenn er einen Gegner wirklich auch mit seinem Tempo überraschen kann. Es ist situativ. Die Anforderungen verändern sich jetzt auch in den zukünftigen Spielen. Es sind K.O.-Spiele, man muss mehr riskieren. Die Konstellationen werden unterschiedlich sein. Deswegen bin ich sicher, dass von den Spielern jeder, die noch nicht gespielt haben, irgendwann einen Moment da sein wird, um seine Chance zu bekommen. Klaus Jakob. Ich habe noch eine sehr leichte Frage an beide Trainer. Eine deutsche Tageszeitung fragt heute, wie stark sind Jogis Jungs wirklich? Bitte schön. Ja, okay. Ich glaube, wir haben uns kontinuierlich gesteigert jetzt in den letzten Spielen und sind momentan auf einem sehr, sehr guten Niveau. Klar ist auch, dass wir im letzten Spiel, was die Torchancenverwertung anbelangt, nicht das Optimale herausgeholt haben. Aber da haben wir noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, ich denke, das Ausgangsniveau ist sehr, sehr gut. Ja, und wir sind auf alle Fälle bereit für das nächste Spiel, ja, und voller Selbstvertrauen. Ich glaube, die ist beantwortet, die Frage. Die muss er wahrscheinlich jetzt nicht doppelt beantworten, Klaus. Na, einverstanden, Markus? Finde ich auch. Thorsten Mesch. Ja, eine Frage, wer sie auch beantworten möchte. Hier. Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira haben vor 2 Jahren bei der WM dann erst im Viertelfinale zusammen in der Startelf gestanden. Wie ist jetzt so der Plan mit den beiden, die zusammenzubringen? Und generell bei Bastian Schweinsteiger, welche Fortschritte macht er auch von Anfang an zu spielen? Ja, Basti ist wirklich in einem guten Zustand. Man merkt, jede Woche, die wir jetzt zusammengearbeitet haben, wird er besser und stabiler und auch insgesamt spielfreudiger. Ich meine, wenn man so lange nicht gespielt hat wie er, dann braucht man auch immer eine gewisse Zeit. Aber ich denke schon, dass Basti so langsam auf das Niveau kommt, dass er uns auch wirklich von Anfang an helfen kann. Christopher Limberopoulos. Ja, im Laufe des Turniers war die Aufgabenstellung ja eigentlich immer klar, dass man gegen tiefstehende Mannschaften spielt. Wie unterscheidet sich jetzt dieses Spiel gegen die Slowakei? Ist das eigentlich die gleiche Aufgabenstellung jetzt auch wie in der Vorrunde? Oder weil es Achtelfinale ist, muss man da anders agieren? Und dann vielleicht auch nochmal zum Thema Abschlussschwäche. Da war der Bundestrainer ja auch so ein bisschen unzufrieden nach dem Spiel. Wird das jetzt nochmal speziell trainiert? Also wir werden sicherlich heute nochmal in die Analyse gehen, gehen aber schon davon aus, dass der Gegner sehr, sehr defensiv agieren wird und mehr aus der Kontersituation kommt. Also haben wir eine ähnliche Aufgabenstellung wie in den letzten Spielen auch. Ja. Also ein Trainer muss viel können, aber eins kann er nicht, den Ball ins Tor machen. Ne? Und von daher ist die einzige Möglichkeit, die man als Trainer hat, die Anzahl der Torchancen zu erhöhen. Und die Wahrscheinlichkeit, unsere große Mathematiker hier, ist dann immer größer, wenn man das kontinuierlich hochhält. Und daran arbeiten wir, dass wir so viel wie möglich Torchancen rausarbeiten. Und da bin ich sicher, dann werden wir auch nicht jedes Mal so eine Quote haben wie im letzten Spiel. Jörn Main von der Berliner Morgenpost. Frage an beide. Benedikt Höwedes ist gestern mit einem besonderen Altruismus, würde ich mal sagen, aufgefallen, indem er gesagt hat, die Entscheidung gegen ihn und für Joshua Kimmich sei die richtige gewesen. Wie ist das im Trainerteam aufgenommen worden? Ja, das freut uns natürlich. Zeigt einfach, dass Benny ein Top-Charakter ist, ein Top-Team-Player ist. So ein bisschen lassen sich da Parallelen ziehen, auch zu Per Mertesacker beim letzten Turnier, was jetzt nicht heißen soll, dass der Benny nicht mehr spielen wird, weil er hat sehr, sehr gute Leistungen gebracht und bestimmte Spiele oder Profile erfordern sicherlich auch mal eine defensivere Variante. Er hat es auch jetzt gezeigt bei der Einwechslung. Also natürlich sehr, sehr erfreulich. Ja. Moritz Lacker. Sie haben ja vor dem Turnier relativ klar gemacht, dass das Thema Transfers für die Spieler erst nach der EM wieder ein Thema sein soll. Jetzt scheint es bei Leroy Sané so zu sein, dass er sich ein bisschen damit beschäftigen muss, auch weil auf Schalke ein neuer Trainer ist, ein neuer Manager.
Ist das okay für Sie? Genehmigen Sie ihm das dann an so Tagen wie gestern, dass er da mal mit dem Trainer telefoniert, oder stört Sie das? Meine, letzten Endes muss es der Spieler selber entscheiden. Wichtig ist, dass er bei uns die Leistung im Training und auch entsprechend im Spiel bringt. Lässt sich wahrscheinlich auch nicht ganz vermeiden, diese Thematik. Aber wir haben trotzdem das Gefühl, dass Leroy sehr fokussiert in den Trainingseinheiten ist. Und wenn er mal mit dem Trainer telefoniert, dann sehe ich da jetzt auch keine besondere Problematik darin. Jochen Stützki. Die Frage an Thomas Schneider. Ich denke gerade so ein paar Minuten nach über Ihre Aussage von vorhin. Sie sagten, gegen Nordirland war es eine andere Aufgabenstellung in der Offensive. Deswegen hat Mario Gomez gespielt. Jogi Löw sagte, es spricht für Mario Götze, wenn der Gegner tief steht und defensiv steht, weil er gut 1-gegen-1 spielen kann. Jetzt ist für mich Nordirland defensiver als die Ukraine oder Polen. Können Sie noch mal genauer erklären, wann spielt Mario Gomez und wann spielt Mario Götze? Was spricht für welchen Spieler in welchem Fall? Ja, das ist etwas komplex, aber es ist natürlich so, dass Mario Gomez von der letzten Linie, von der Verteidigungslinie ein Spieler ist, der sehr, sehr gerne von da aus in die Box geht, da Torgefahr ausstrahlt. Mario Götze, ein Spieler, der sich sehr, sehr gut in den kleinen Räumen bewegt, ja, sehr, sehr gut vororientiert ist, sich gut aufdrehen kann, auch eine bindende Funktion übernehmen kann. Ja, man hat auch gesehen, dass beide auch zusammenspielen können. Also von daher, ja, wir haben da einfach genügend oder viele Optionen. Ja. Holger Schmidt. Auch eine Frage, je nachdem, wer sie beantworten möchte. Jetzt geht es natürlich erstmal gegen die Slowakei, aber man kann auch schon mal grundsätzlich weiter schauen, weil der Turnierbaum jetzt ja offen ist. Wie finden Sie das, dass Sie in dieser Turnierhälfte sind, in der sich praktisch alle vermeintlichen Favoriten tummeln? Sind Sie lieber in der Hälfte? Mögen Sie lieber diese heißen Spiele oder wären Sie doch lieber in der anderen Hälfte gewesen? Naja, der vielbesagte Turnierbaum. Jetzt schauen wir erstmal auf das nächste Spiel. Ja, volle Konzentration aufs Achtelfinale und dann gucken wir, was danach kommt. Es ist ja auch nicht schlecht, wenn jetzt Italien gegen Spanien scheidet. Eine Top-Mannschaft auf alle Fälle aus. Ja, und letzten Endes ist es so, man muss jeden Gegner besiegen, wenn man Europameister werden will. Markus Sorg, ich habe eine Frage an Sie. Wenn Sie als Neuling jetzt darauf gucken, wie sich diese Mannschaft hier bewegt, wie sie miteinander umgeht, dann wird ja oft vom Teamgeist gesprochen. Wie äußert sich dieser Teamgeist im Alltag, den wir vielleicht als Journalisten, als Fans gar nicht mitkriegen? Also für mich war es natürlich in erster Linie sehr, sehr interessant, wie die Spieler untereinander mit umgehen. Und es ist ein unglaublicher Mannschaftsgeist in der Hinsicht drin, dass die Spieler sehr, sehr gut miteinander umgehen, dass sie sich, und das sieht man auch in der Aussage von Benny, auch was gönnen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und dass sie eigentlich auch alle wissen, dass sie nur, wenn sie zusammenhalten, eine Chance haben, Erfolg zu haben. Und daher hat mich das schon beeindruckt, jetzt die ersten Wochen, muss ich wirklich sagen. Natürlich die Qualität, die die Spieler haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Noch was zu ergänzen? Nein. Letzte Frage kommt von Christian Kunz. Sogar zwei Fragen. Eine an beide. Sie haben eben über das Co-Trainer-Sein so geschwärmt. Wie gerne möchten Sie in der Konstellation wie lange weiterarbeiten? Und noch eine Nachfrage an Herrn Sorg. Der Rasen in Lille ist neu verlegt. Inwieweit ist das Thema vor dem Spiel? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, bis Katar weiterzumachen. Nein, solange Jogi Cheftrainer ist und er mit meiner Arbeit zufrieden ist, solange bin ich gerne an seiner Seite und unterstütze ihn. Ja, und was der Rasen betrifft, Nachteil ist mit Sicherheit nicht, weil noch schlechter kann er ja wirklich nicht sein. Thorsten Mesch, hattest du noch eine Frage? Okay. Eine letzte Frage noch zum Mittelfeld nochmal. Wäre es möglich, dass Sie überlegen, Sami Khedira vielleicht mal eine Pause zu geben wegen der großen Belastung jetzt in so einem Spiel und um dann in einem Viertelfinale eventuell Spanien, Italien wieder voll da zu sein? Oder ist der einfach zu wichtig, dass Sie sagen, nein, der bleibt auf jeden Fall in der Mannschaft? Es ist vieles möglich. Ich meine, Sami hat in den letzten Spielen, ich glaube in den ersten beiden Spielen, höchste Laufleistung gehabt. Er hat jetzt eine Pause bekommen, aber er ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich glaube, dass er besser wird von Spiel zu Spiel. Also von daher gibt es viele Optionen. Auch Basti ist gut in Schuss. Also das werden wir nach den Trainingseinheiten entscheiden. Es wird sicherlich Jogi auch nochmal mit den Spielern besprechen, wie sie sich fühlen, um da einfach auch eine optimale Entscheidung zu treffen. Ja, dann herzlichen Dank. Wünschen wir Ihnen einen schönen Tag hier jetzt in Evian. Und zur Pressekonferenz morgen kommen dann Manuel Neuer und Joshua Kimmich.
Über die Zeiten werden wir dann exakt nochmal informieren, auch bezüglich des Trainings. Also, schönen Tag, bis dann. Ciao. Tschüss. Danke.